Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Keine Sorge, ich habe nicht viel weitergespielt. Ich habe einfach nur bin hier rübergegangen und wollte die Steuerung nochmal testen. Habe dann hier so ein bisschen rumprobiert und B so ein bisschen rumprobiert und habe dann dummerweise gespeichert. Ja, und jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo ich nochmal hin musste. Tal des Windes. Hohlhain. Tal des Windes muss ich, glaube ich, noch nicht. Ich weiß es aber gar nicht. Oh, was ist das? Sei vorsichtig, Ori. Der Boden ist instabil. Okay, kann ich da nicht? Oh, ich kann da doch drauf. Oh, hi. Ich weiß, ich weiß. Ah, bingo. Genau. Das, lebt er noch? Ah, er lebt noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. Ah, Mann. Oh. Puh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Meine Fresse. Okay. Hä? Momentchen mal. Warte ganz kurz. Kann ich noch nicht? Das Dings? Das... Ach, wie mache ich denn das jetzt nochmal? Na, ist egal. Dieses Fähigkeitenmenü. Ach, das kann ich nur, wenn ich bei einem Speicher-Dingsbums bin, ne? Nee, das kann ich aber alles noch nicht. Okay, Moment, jetzt muss ich mal erstmal kurz gucken, wie ich hier weiterkomme. Juhu. Zack, zack, zack. Ah, okay. RT, zack. Aha. Oh, da oben ist was zum Sammeln. Oh, diese entspannende Musik. Es ist so wunderschön. Immer noch. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich. Es tut mir leid. Kann ich hier runter? Muss ich hier runter? Ich kann hier runter auf jeden Fall. Aber muss ich das? Ich habe so ein bisschen... Ah. Oh. Großes Geisterlichtgefäß. Bäm. Level up. Cool. Ich glaube... Okay. Gehe ich nochmal hier hoch? Gib mir das. Hup. Hohlhain. Na, okay. Hört sich doch richtig an. Hup. Oh Gott. Es ist groß. Es ist groß und gefährlich. Und tut mir bestimmt weh. Und jetzt muss ich noch runter, weil da sind zwei Stück runtergefallen. Die möchte ich gerne auch noch töten, bevor sie mich töten, bitte. Oh mein Gott. Zack. Wuppa. Oh, da ist was. Da ist was auf der anderen Seite. Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Komme ich da jetzt schon hin? Ah, so. Okay. Ich glaube, ich kann da schon hin. Ich versuche das jetzt. Ich versuche das jetzt. Und ich schaffe das auch. Geronimo. Nein, ich schaffe es noch nicht. Okay. Warten wir, bis wir den Doppelsprung können. Den erlernen wir nämlich auch irgendwann. Oh. Och, Mann. Okay. Los geht's. Flump. Oha. Oha. Oh Gott. Aua. Aua, aua, aua. Aufhören. Oh Gott. Okay, speichern. Bäm. So macht man's. Ach, Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz in das, genau, hier rein. Weil jetzt... Vitalitätseffizienz, eingesammelte Dings... Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her.
Ach, ich habe den anderen Baum. Das ist eine Fähigkeit von einem Baum, glaube ich, die ich versuche. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Die Stichflamme, genau. Das ist nämlich das, was ich jetzt brauche. Drei Flammen abzufeuern. Okay. Ich habe schon wieder fast das nächste Level. Genau, die Stichflamme ist das, was ich jetzt brauche. Aber ich brauche mal die Karte. Gesperrt. Das kann ich schon. Das ist, glaube ich, die Stichflamme, genau. Jetzt müsste ich mal ein Kärtchen haben. Eine Karte. Aua. Aua. Da haben wir's. Okay. Hoch? Kann ich hoch? Weiter hoch? Ich könnte theoretisch hier weiter hoch, ja. Nein, kann ich nicht, weil ich da nicht herkomme. Und unten komme ich auch nicht her. Heißt, ich kann hier oben nicht weiter. Unten? Da unten geht's weiter. Hier. Da ist der Baum. Arno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seiner Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. X, oh, X ist das. Du hast die Stichflamme erlernt. Jawohl. X aufladen und loslassen. Das kann ich euch hier direkt zeigen. Bäm. Ich mag es. So. Dann geht es jetzt nämlich direkt weiter. Das heißt, ich könnte oben theoretisch jetzt. Ach so, hier, ja, natürlich. hier kann ich, glaube ich, auch die Stichflamme nutzen. Boom. Für ganz viele Erfahrungspunkte. Yay. Jetzt gehe ich nochmal kurz hier runter. Und jetzt geht's hier weiter. Ups, gadusch. Und jetzt kriege ich ein bisschen Schiss. Haha. Nicht getroffen. Ach, hier war ich schon. Oh. Okay. Hä, komme ich hierher? Ach, na toll. Okay. Also gehe ich oben weiter. Also doch wieder nach oben. Ups. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, da ich ja momentan noch Urlaub habe, relativ viel Zeit, Videos zu machen. Und habe da dann auch festgestellt, dass, huch, wie in meinem letzten Vlog schon erwähnt, habe ich ja festgestellt, dass ich, hupala, relativ viele Abonnenten dazu bekommen habe. Für den Fall, dass euch das hier auch interessiert, würde mich es sehr freuen, wenn ich das dann auch mal unter den Kommentaren zu hören bekomme. Ich merke, dass ihr sehr fleißig am Kommentare schreiben seid. Das freut mich auch sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Ups. Und ich habe unter meinem Vlog, glaube ich, auch gefragt, was euch denn dazu bewogen hat, mich zu abonnieren, beziehungsweise was denn so das erste Video war, das ihr so von mir gesehen habt. Und da kam bei den meisten entweder ein Pottermore-Video raus oder halt tatsächlich so ein ja, Harry Potter-Video. Hallo! Harry Potter-Video halt. Einer hat, glaube ich, geschrieben, dass das Video, was ich zu meinem Elbenwald-Haul mehr oder weniger gemacht habe, das war, was er zuerst gesehen hat. Ich gehe jetzt einfach hier in die Richtung. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es war ja im Prinzip kein richtiger Haul, den ich da gemacht habe.
sondern eher so. Kann ich hier nochmal speichern? Gespeichert. Okay. War ja kein richtiger Haul im Endeffekt. Das war ja einfach nur so ein Let's Show von dem Kram, den ich halt gekauft hatte. Aber dadurch, dass halt viele Harry Potter Sachen dabei waren, ja. Huch. Wow. Okay, jetzt komme ich, glaube ich, in den Abschnitt, der, den ich, ja, so mehr oder weniger säubern muss. Hey, ich kann hier gegen die Wand rennen. Yay. Ich wollte hier eigentlich gar nicht runter. Nee. Ich wollte erst mal gucken, ob ich hier hoch kann. Ja, kann ich. Hua, Spinne. Böse Spinne, böse Spinne. Ach, hier brauche ich. Ja, okay. Kann ich da dran? Okay, kann ich tatsächlich. Aber ich glaube, weiter komme ich jetzt hier nicht. Oh, doch. Lass mich durch. Kavums. Au. Oh nein, ich sterbe. Oh nein, ich bin tot. Oh, verdammt. Oh nein. Okay, nochmal. Ich habe jetzt einfach irgendein Thema gesucht, über das ich quatschen kann. Harry Potter ist immer ein Thema, über das man quatschen kann. Aha. Ich muss da oben irgendwas lösen, glaube ich. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Böse Spinne? Nein, pfui. Böse Spinne. Upp. Und einmal hier hoch. Und einmal hier weiter. Ach, das kostet mich nur einen. Okay. Ja. Boom. Sehr gut. Nein, nicht runterfallen. Okay, gut. Haha. Oh. Ah. Hey, da war wieder dieses Vieh. Dieses... Huch. Böse Spinne? Nein, pfui, aus, aua. Muss ich denn hier überhaupt weiter? Ja, in die andere Richtung bringt mir nichts. Das ist auch, glaube ich, nichts, was ich hier finden könnte. Oh Gott, ich speichere hier mal. Sonst werde ich sterben. Ich sehe das schon kommen. Oh, die ganzen schönen Pünktchen fallen da ins Wasser. Nein! Komm zu mir, los! Was ist das? Uhuhu. Halt, da unten ist was. Das will ich haben. Los, gib mir das. Hier komme ich nicht durch, verdammt. Ich glaube, ich bin gleich schon wieder bei meinen 15 Minuten hier. Ups. Wow. Zack. Und. Hallo. Böse Frosch, böse Frosch. Und viele Erfahrungspunkte, yay. Ach, hier ist da so ein Kartenstein-Dings. Bums. Und Erfahrungspunkte. Ganz viele. Ach, da komme ich nicht hoch, scheiße. Okay. Suchen wir den Kartenstein. Huch. Da drüben ist er. Oh mein Gott. Aua. Verdammt. Huch. Okay. Uah.
Oh, die machen. Oh mein Gott. Oha. Oh, ich glaube, die sind böse. Ich glaube, die. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, keine Chance. Keine Chance. Okay, da unten. Da unten. Juhu, Kartensteinfragment. Gut, dann schalte ich jetzt die Karte noch frei hier. Wow. Oh mein Gott. Angst, Hilfe. Autsch. Holy shit. Ein Chinchilla. Geh weg, geh weg. Ja, du tust mir weh. Wo war jetzt das Ding nochmal? Da unten, glaube ich, ne? Das war gar nicht hier oben, das war da unten. Ach nee, hier kam ich ja nicht. Ach Mann. Okay, Sekunde. Doch, da oben. Okay. Jetzt aber. Konzentrier dich, Yari. Mensch, schwer kann das doch nicht sein hier. Erfahrungspunkte. Die ich nicht kriege, weil die daneben hinfallen. Scheiße. Der böse Frosch wieder. Stirb, Frosch. Und Skadoosh. Yay. Oh. Ich mag das, wenn man diese Karten aufdeckt. Gut, dann würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Part. Bis dahin, ciao.